Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster 0 mal unendlich ist wie viel. Was du bereits wissen solltest, ist, was Grenzwert unendlich bedeutet. Und wir wollen uns jetzt gewisse zusammengesetzte Folgen in Zusammenhang mit Grenzwert unendlich anschauen. Antonia hat folgende Frage. Sie möchte wissen, wenn 2 mal unendlich unendlich ist, und minus 2 mal unendlich ist minus unendlich. Was ist dann 0 mal unendlich? Miele meint die Antwort zu wissen. Sein Argument ist, wir wissen doch schon seit langem, dass 0 mal einer Zahl immer 0 ergibt. Hier könnte man natürlich einwenden, dass es sich hier nicht wirklich um das Produkt zweier Zahlen handelt. Wenn wir fragen, was ist 0 mal unendlich? Dann fragen wir eigentlich Folgendes. Wir nehmen an, dass wir zwei Folgen haben. Der Grenzwert der einen Folge ist 0. Der Grenzwert der anderen Folge ist unendlich. Dann bilden wir eine neue Folge, indem wir jeweils die Endenfolgenglieder miteinander multiplizieren. Und wir fragen, was ist der Grenzwert der neuen Folge? Tatsächlich ist bei ausdrückender Form nur 0 mal unendlich jedes Ergebnis möglich, wie wir an den folgenden Beispielen sehen. In Teil A ist die Folge, die gegen 0 geht, die Folge 42 durch n. Die Folge, die gegen unendlich geht, ist die Folge n. Wenn wir jetzt jeweils die Endenfolgenglieder miteinander multiplizieren, dann sehen wir, dass jedes Folgenglied gleich 42 ist. Somit haben wir eine konstante Folge und der Grenzwert dieser Folge ist 42. In B haben wir ein Beispiel, wo die Folge, die gegen 0 geht, 1 durch n hoch 2 ist. Die Folge, die gegen unendlich geht, ist die Folge n. Wenn wir hier wieder ein n kürzen jeweils, dann sehen wir, dass das n-te Folgenglied 1 durch n ist. Und die Folge 1 durch n hat als Grenzwert 0. Wir können aber auch Grenzwert unendlich erhalten. Wir nehmen 1 durch n für die Folge, die gegen 0 geht. Und für die Folge, die gegen unendlich geht, nehmen wir statt n die Folge n hoch 2. Dann kürzen wir wieder. Wir erhalten, dass das n-te Folgenglied n ist. Und diese Folge hat Grenzwert unendlich. Wir können auch Grenzwert minus unendlich erhalten, indem wir statt der Folge 1 durch n die Folge minus 1 durch n nehmen.